Am Rande unserer Stadt gibt es eine heruntergekommene Tankstelle, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und manchmal auch länger geöffnet hat. Und wenn man sie betritt, fällt einem vermutlich der müde Kassierer auf, welcher an der Kasse sitzt und sein Bestes gibt, sich nur um seine Angelegenheiten kümmern zu müssen. Er ist echt. Manchmal sieht man auch jemand anderes, manchmal vielleicht etwas anderes. Und falls du an der Echtheit von irgendjemandem oder etwas, inklusive dir, in diesem kleinen, von Ammoniakgeruch erfüllten Sammelsurium von Billigmarken, Junkfood, Dreck, vier Wänden und einem Dach interessiert bist, dürfte ich dir empfehlen, dich am Kassierer zu orientieren und dich um deine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Ich arbeite in der Tankstelle quasi ununterbrochen seit meinem Schulabschluss und an diesem Punkt glaube ich, dass ich nicht mehr kündigen könnte, selbst wenn ich es wollte. Vor kurzem hat mir ein Arzt empfohlen, ein Tagebuch zu führen und nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschieden, es zu versuchen. Ist ja nicht so, als würde irgendeine der traditionellen Behandlungsmethoden etwas bringen. Aber genug von mir. Widmen wir uns wieder der interessanten Sache, der Tankstelle. Ich habe letzte Nacht einen großen Teil meiner Schicht damit verbracht, zu entscheiden, mit was ich dieses Tagebuch beginnen soll. Womit kann ich anfangen, damit das überhaupt Sinn ergibt? Wie kann ich jemanden die Tankstelle erklären, der sie noch nie selbst erlebt hat? Ich habe schon früher versucht, ein paar meiner Geschichten zu erzählen, von daher weiß ich, was ich zu erwarten habe. Die Leute glauben einem nicht. Oder sie wollen einem nicht glauben. Ich erinnere mich noch gut an die Probleme, die ich letztes Jahr hatte, als ich die Polizeistation angerufen habe und versucht habe, der Neuen zu erklären, dass gerade ein halbes Schwein in den Laden eingebrochen war und Amok lief, dabei alle möglichen Dinge zerbrach und mit der Stimme einer alten Frau schrie. Ja, ein halbes Schwein. Ja, ein Schwein. Die vordere Hälfte. Nein, das ist kein Witz. Ich bin an der Tankstelle. Was meinst du damit, welche Tankstelle? Ist das dein erster Tag oder was? Ja. In dem Fall kann ich bitte mit jemand anderem sprechen. Sie hat mich dann endlich zu Tom durchgestellt. Er ist der Hilfs-Sheriff, der vor all den Jahren den kurzen Strohhalm gezogen hat und im offiziellen Tankstellendienst gelandet ist. Das war, bevor sich seine Haare weiß gefärbt haben. Er war schon oft genug hier, dass es ausreicht, wenn ich ihm sage, halbes Schwein, es hört nicht auf zu schreien und ich kann es nicht einfangen. Dann schnaubt er, murmelt etwas davon, das wäre ziemlich seltsam. Und dann fährt er her und hilft mir, es zu fangen. Tom ist ein guter Kerl. Ich habe dann im Anschluss herumgefragt, aber niemand wusste, wo das Schwein hergekommen sein könnte. Farmer Brown, der dann noch am Leben war, kam vorbei, um einen Blick darauf zu werfen und seine fachmännische Meinung abzugeben. Laut ihm war das Schwein irgendwie in der Mitte zerhackt worden, aber auf wundersame Weise wurde keines der wichtigen Organe getroffen. Nichts Übernatürliches, nur wirklich ungewöhnlich. Es wurde dann den Sommer über als eine Art Maskottchen in der örtlichen Grundschule gehalten, bis ein Wissenschaftler und sein Team aus dem Norden der Schule $1000 für es anbot. Für die Wissenschaft, glaube ich. Aber ich will ja nicht groß rumschwafeln. Der Punkt ist, dass einige dieser Geschichten nur schwer zu glauben sind, wenn man nicht mindestens einmal an der Tankstelle war. Ah, vielleicht wart ihr das ja schon. Wir sind die einzige Tankstelle im ganzen Umkreis und nah genug an einem Autobahnkreuz. Wenn ihr also jemals in einem euch unvertrauten Teil des Landes unterwegs wart und ihr euch verfahren habt, kann es durchaus sein, dass ihr euch an meiner Tür wiedergefunden habt, um Benzin aufzufüllen oder nach dem Weg zu fragen. Falls ihr eine seltsame Erinnerung an einen verrückten Ort habt, die scheinbar nicht wirklich Sinn macht, dann besteht die Chance, dass wir uns getroffen haben. Die Nachtschicht auf jeden Fall war schon weit vorangeschritten, als ich mich entschloss, einfach mit dem Schreiben anzufangen. Ich machte mir Notizen über das, was passierte, schrieb ein paar meiner seltsamen Erinnerungen auf, beschloss aber bewusst, die Geschichten wegzulassen, die so unglaublich waren, dass ich nicht mal die Zeit der Leute damit verschwenden möchte. Ich nenne sie ja die Versuch- und Vergiss-Geschichten. Ich war gerade daran, alles in einem Buch mit Quittungspapier zu schreiben, als mich Carlos unterbrach. Carlos ist einer der Teilzeitbeschäftigten an der Tankstelle. Wir haben ja eine ziemlich lange Liste von Teilzeitbeschäftigten. Die Besitzer stellen gerne Durchreisende, Herumtreiber, Anhalter und Leute, die von zu Hause weggelaufen und auf der Suche nach ein paar Tagen Arbeit sind, ein. Ich versuche mich nicht mit den Teilzeitlern anzufreunden, denn die kommen und gehen nach ein paar Tagen oder manchmal ein paar Wochen und bleiben selten lang genug, um irgendeine Form von nennenswerter Beziehung mit ihnen aufzubauen. Aber dann ist da Carlos, der seit fast einem Jahr hier arbeitet. Er war Teil des Arbeitsentlastungsprogramms des Gefängnisses, welches zweimal die Woche Lastwagen entladen hat und der einzige der 12 Gefangenen, die nicht während eines Schneesturms im letzten Dezember verschwunden ist. Aber das geht mir nichts an.
Carlos hat seine Zeit abgesessen und nachdem sie ihn entlassen haben, kam er direkt hierher, um zu arbeiten. Er putzt den Laden und entlädt die Lastwagen. Er kommt 6-mal am Tag vorbei für jede seiner 30-Minuten-Schichten und jetzt, wo ich so darüber nachdenke, bin ich mir nicht ganz sicher, was genau er während seiner Schichten macht. Der Laden ist nie sauber und Lastwagen kommen nur 2-mal die Woche und dann nur bei Tageslicht, wie wir es nach dem Zwischenfall vereinbart haben. Ach, vielleicht frage ich Carlos eines Tages, was er eigentlich für die Besitzer macht. Alles, was ich weiß, ist, dass er hier draußen am ehesten etwas ist, das ich als Freund bezeichnen würde. Als Carlos also gestern Abend zu meiner Kasse kam, wusste ich, dass etwas Ungewöhnliches vor sich gehen musste. Er schwitzte, war blass und am Rande einer Ohnmacht. Er sah sich immer wieder nach dem Mann im Anzug um, der hereingekommen war und an der Slushy-Maschine stand. Er meinte, dass wir reden müssten. Jetzt! Ich sagte ihm, hör nur zu. Aber er weigerte sich, etwas zu sagen, bevor ich ihm nicht in die Gefrierkammer gefolgt bin. Ich hasse es ja, den Ladenbereich unbeobachtet zu lassen. Wir haben den gelegentlichen Laden lieb und Rocco kam einmal rein und machte sich mit 2 Kisten Zigaretten davon. Aber Carlos schien es ernst zu sein, also machte ich eine Ausnahme. Als wir in der eiskalten Sicherheit der Gefrierkammer waren, fragte mich Carlos, ob ich den Typen im Anzug gesehen hätte. Ich sagte, ja, ich habe ihn gesehen. Er fragte mich, ob ich ihn kennen würde und ich sagte, ja, ich habe ihn schon in der Stadt gesehen. Sein Name war Kiefer und er bewarb sich für irgendein Amt. Ich weiß nicht mehr genau welches. Und er kam ab und zu in der Tankstelle vorbei, fuhr einen schwarzen alten SUV, der nur Super nahm. Abseits vom Sehen kannte ich ihn nicht gut, wusste aber, dass er aus der Gegend kam. Sein Bild war im Trophäenschrank meiner Highschool eingerahmt, für irgendeinen Sportwettstreit, den er Jahre bevor ich dort zur Schule ging gewonnen hatte. Wir haben hier draußen nur ein paar Dinge, auf die wir stolz sein können, schätze ich. Ich wusste also von Kiefer, aber wir waren nicht wirklich das, was man Bekannte nennen könnte. Ich habe das alles so Carlos erzählt, der daraufhin nur seinen Kopf schüttelte und sagte, nein, das kann nicht Kiefer sein. Ich fragte ihn, warum nicht? Und Carlos sagte mir, das kann nicht Kiefer sein, denn Kiefer ist seit 2 Tagen tot, seine Leiche ist im Kofferraum meines Autos. Und da fing es an, seltsam zu werden. Es war insgesamt eine sehr seltsame Nacht zwischen den Handpflanzen, Farmer Junior und dem Kultisten, der mich nicht in Ruhe ließ. Hatte ich kaum Zeit, meine Gedanken zu sammeln. Und natürlich gab es auch noch diese Carlos-Situation. Ich verspreche, ich bin bald wieder da und erzähle dann alles, aber zuerst muss ich mir einen Kaffee holen.